Mein Name ist Gabi Linde, ich komme aus Köln und ich beschäftige mich mit Spielen im urbanen Raum im Speziellen. Und mir geht es darum, dass ich Räume öffne und schaffe für Menschen, die Lust haben, sich auf spielerische Art weiterzuentwickeln. Und das kann in ganz verschiedenen Formen sein. Und ich bin auch dafür, dass man überall lernen kann, nicht nur im Klassenzimmer. Deswegen habe ich ein Projekt gegründet, Hidden Campus. Campus heißt auf Latein Spielplatz und hidden versteckt. Und dass halt eben die versteckten Spielplätze überall sein können. Das kann sein, ich kann lernen bei einer Konversation, also beim Gespräch mit einem Menschen beim Café oder ich kann in den Workshop gehen. Überall kann man lernen und sich weiterentwickeln. Und ja. Auf dem Festival habe ich einen Mini-Blackbox-Lab-Workshop angeboten. Ich bin gerade dabei, selber damit zu experimentieren. LARP, Live-Action-Roleplay, ist oft bekannt als Langzeitform. Man geht zusammen in den Wald oder hat verschiedene andere Orte, an denen man eine Charakterrolle spielt. Und in Kopenhagen habe ich letztes Jahr kennengelernt, bei dem Blackbox-Festival in Kopenhagen mit experimentellem LARP, das eine Kurzform des LARPs ist. Und da habe ich dieses Jahr bei Play experimentiert, auch zum ersten Mal mit einem Workshop, der sich damit beschäftigt, mit inneren Dämonen und wie kann man das als Live-Action-Roleplay mit einem Publikum gemeinsam gestalten. Ein Blackbox Lab ist eine Spielform, die sich anlehnt an Live-Action-Roleplay. Live-Action-Roleplay ist oftmals länger eine Langform und Blackbox Lab ist eine Kurzform davon. Das spielt man in einem geschlossenen Raum, üblicherweise in einem schwarz gestrichenen Theaterraum. Und da kann man experimentieren mit unterschiedlichen Welten. Oftmals ist ein Aspekt Licht, mit Licht zu arbeiten oder mit Sound, muss aber nicht sein. Und das Spezielle daran ist, am Anfang wird ein Workshop etabliert, um das zu lernen, was man dann im Spiel braucht. Und das habe ich eben kennengelernt letztes Jahr und experimentiere jetzt selber damit. Die Schnittstelle zu einem Digitalen kann in einem Blackbox Lab die Projektionen sein, die auch interagieren können mit dem Spiel. Da könnte man auch experimentieren und schauen, inwieweit könnten diese Aspekte in das Spiel mit einbezogen werden. Also mein Bezug zu Computerspielen hat angefangen mit der PS1, also ich bin ja auch schon etwas älter und habe da Fantasy-Spiele, also Final Fantasy war das erste, das ich gespielt habe. Nee, noch früher, Mario, diese Gameboys und war damals super fasziniert. Dann bin ich etwas weggekommen von Computerspielen und entdeckte jetzt auch wieder neu. Also wie kann ich in analoges Spiel auch Computerspiel wieder einbringen oder umgekehrt. Ich habe auch einen Workshop mal gemacht, vom Computer auf die Straße. Wie kann ich von Computerspielen inspiriert werden und die Computerspielideen auf der Straße nachbauen mit Recyclingmaterialien? Also inwieweit kann man mit beiden wieder zusammenkommen? Das finde ich total interessant.